Ja, neue Woche, neue Folge und die hat es wie immer in sich. Es ist einiges passiert am Wochenende, unter anderem die AK Hypo Vorarlberg U15 und U18. Die empfangen die Altersgleichen aus dem Bundesland Tirol. Außerdem die Frauen-Bundesliga bei uns im Programm. Wir schauen auch auf die Vorarlberg-Liga und auf den EHC Lustenau. Also pickepackevolle Sendung. Dranbleiben lohnt sich. Jetzt geht's los. Ja, viel vor heute in der Sendung und darum starten wir direkt rein. Unsere erste Anlaufstation, das ist die Landeshauptstadt in Bregenz. Da kam es gleich zu zwei Duellen hintereinander, beides mal Westderbys. Die AKA Vorarlberg empfängt die Akademie Tirol, einmal in der Altersklasse U15 und dann war auch noch die U18 dran. Beide Spiele haben wir für Sie zusammengefasst. Die Ländle-Jungs ganz in Blau mit dem Anstoß. Und wohl nur die kühnsten Optimisten haben daran gedacht, dass es das letzte Mal in dieser Partie sein wird. Doch der Reihe nach. Der Tabellenführer aus Tirol ist mit breiter Brust ins Ländle gereist, will unbedingt was Zählbares mit nach Hause nehmen. Dementsprechend engagiert beginnt die Elf von Thomas Grumser, macht von Beginn weg mächtig Druck. Dritte Spielminute, Tirol mit dem Pressing. De Florian bringt die Kugel zur Mitte, Ländle-Keeper Wirt kann die Kugel nicht festhalten, aber Reitsch ist da und putzt das Ding von der Linie. Nun kommt auch die Ländle-Elf besser in die Partie und setzt ihrerseits die erste Duftmarke. 15 Minuten in Bregenz gespielt. Fabio Ebner erkämpft sich das Leder, tankt sich gegen zwei Gegenspieler durch und erzielt aus 18 Meter die zu diesem Zeitpunkt doch etwas überraschende 1:0-Führung für die AK Vorarlberg. Die Partie nun offen. Genau eine halbe Stunde in Bregenz von der Uhr. Weiter Abschlag von Yilmaz auf Michi. Der weiter zu Mario Paduanello und die Kugel zappelt zum 2:0 im Netz. Ganze 2 Minuten später, die Ländle AK über rechts. Fabio Ebner setzt sich gegen Kleinhans durch, legt ideal für Paduanella auf und der erzielt mit seinem Doppelpack das 3:0. Sowas nennt man Effizienz. 3 Chancen, 3 Tore. Mit diesem Stand geht es in die Pause. Die Grumser-Jungs versuchen im zweiten Spielabschnitt alles, um nochmals in die Partie zurückzukommen. 10 Minuten im zweiten Spielabschnitt gespielt. Angriff Tirol. Kolb auf Fankhauser. Doch der Treffer zählt nicht. Die Fahne ist oben. Abseits. Die Tiroler Buben können nun nicht mehr zulegen. Haben ihr Pulver verschossen. Albrecht und Co. haben den Gegner und die Partie im Griff. Lassen sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Die Ländle-Elf, die durch Schweizer in der 62. Minute noch einen Lattentreffer zu verzeichnen hatte, spielte die Partie sicher nach Hause und fügte den Alterskollegen aus Tirol damit die erste Saisonniederlage zu. Ja, das Spiel ist gut ausgegangen für uns, natürlich 3:0 gewonnen und meiner Meinung nach, wir sind gesteigert und haben ja das letzte Spiel auch 3 Punkte mit nach Hause genommen und ich finde, dass wir jetzt wieder uns belohnen und für die harte Arbeit und harte Trainingswoche. Und ja, man sieht ja auf dem Platz die Leistung und alles sieht zurzeit gut aus. Mit Spielbeginn setzt er im Duell der beiden Tabellennachbarn ein, der Bregenzer Schnürlregen. Auf tiefem, schwer bespielbarem Terrain entwickelt sich von Beginn weg ein heißer Fight, trotz kühler Temperaturen. Kein langes Taktieren, offener Schlagabtausch
mit leichten Vorteilen für die Ländle-Elf. Doch vorerst hielten die Defensivabteilungen dicht, ließen keinen Gegentreffer zu. 34. Spielminute, Riesensitzer für die Ländle-AK, schneller Angriff über die linke Seite, Wieser mit dem idealen Zuspiel auf Jalzin, doch der scheitert an Tirol-Keeper Sukiasian. Nur eine Minute später klingelt's dann aber doch im Kasten der Tiroler. Weiter Abschlag von Ländle-Keeper Piffer. Jalzin mit dem Fersler auf Zirnkic, der ideal weiter zu Luca Wieser. Und es heißt in Minute 35 Vorarlberg 1, Tirol 0. Die Bauerelf ein wenig geschockt und fängt 3 Minuten später den nächsten Treffer ein. 38. Spielminute, Jalzin über rechts auf Luca Wieser. Weiter, Osahem Wender, Amenagavon und der tunnelt den Tiroler Keeper zum 2:0. Noch 2 Minuten im ersten Spielabschnitt auf der Uhr. Glück für die Ländle-AK. Tiroler Angreifer Mader lässt 2 Vorarlberger aussteigen, aber Keeper Piffer hält mit einer Fußabwehr die Null für sein Team fest. Zweiter Spielabschnitt. Die Jungs aus Tirol versuchen alles, um wieder ins Spiel zurückzukommen, die Partie noch zu drehen. Doch es gelingt nicht. Einzige Ausbeute ist ein Hupfaufschuss ans Quergebälk in Minute 54. Die Fuchsbichler-Elf schaukelt die Partie nach Hause und feiert damit verdientermaßen den 2. Saisonsieg. Ja, war glaube ich verdient, der Sieg. Wie schon gesagt, Platz war sehr tief, war sehr anstrengend. Es war eher ein Kampf wie ein Fußballspiel, aber wir haben gut dagegen gehalten, 2 Tore gemacht und gewonnen. Ja, die Jungs haben super gemacht, wirklich. Also ich glaube, bei uns, es geht jetzt für mich nicht so um die Tabelle. Erst einmal sind erst ein paar Runden gespielt, sondern es geht darum, die Jungs zu entwickeln und das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Sie haben sich heute belohnt für wirklich ordentliche Leistung. Überhaupt in der ersten Halbzeit, wo wir doch einige Großchancen liegen haben lassen, haben sie dann noch 2 Tore geschossen und man sieht schon, die Jungs sind auf dem richtigen Weg. Nach Altach, während die Herren auswärts bei der SV Ried den 2:3 Auswärtssieg feierten, ging es auch für die Damen in der Frauen-Bundesliga wieder auf den Rasen. Zu Gast in der Cashpoint Arena der First Vienna FC und das Spiel haben wir für Sie natürlich auch im Programm. 5. Runde der Planet Pure Frauen Bundesliga. Die Spielgemeinschaft SCR Altach FFC Vorderland empfängt die Damen in Gelb vom Traditionsclub First Vienna FC. Und anfänglich tasten sich hier beide Mannschaften etwas ab, doch die Partie nimmt dann auch schnell Fahrt auf. Die erste Chance erarbeiten sich die Altacherinnen. Angriff über die rechte Bahn von Olsen. Die setzt sich durch, zieht nach innen und sieht dann Purtschner. Doch der Schuss findet nur das Netz hinter dem Tor. Dann spielen die Wienerinnen etwas hinten rum. Die Situation sieht absolut ungefährlich aus, doch Olsen lauert genau richtig und straft diesen Abwehrfehler mit dem 1:0 eiskalt ab.
Doch auch die Ländle-Defensive wird von den Wienerinnen nicht wirklich geschont. Nach einem Einwurf verliert Olsen den Ball, die Kugel kommt in die Mitte. Doch der Abschluss, der stellt für Charlotte Voll keine große Mühe dar. Doch vielleicht klappt es für den First Vienna FC mal mit einer Standardsituation. Das ist Eisleitner und die mit dem perfekten Schuss ins Kreuzeck. Ausgleich in Minute 20. Ja, doch die Altacherinnen geben ihren Gegnerinnen auch keine wirkliche Schonfrist. Kurz vor der Halbzeit die Vorarlbergerinnen mit dem Angriff aus dem eigenen 16er. Natter profitiert vom Abwehrfehler und ist auf und davon. 2:1 der neue Spielstand auf der Anzeigetafel. Und mit dem geht's auch in die Pause. Ja, was geht noch in Halbzeit 2? Das ist die große Frage. So viel vorneweg. Einige Highlights sind noch dabei, wie bei diesem Alltagangriff. Campbell sieht Tietz und die versucht es alleine, doch die Stange verhindert hier das 3:1. Doch nicht nur die Heimmannschaft kommt hier zu Chancen, auch der Gast aus Wien, diesmal mit einer Ecke, die kommt zwar gefährlich, kann aber am Ende geklärt werden. Und dann wird's nochmal richtig gefährlich für die Vorarlbergerinnen, die bekommen nämlich den Ball nicht wirklich aus der Gefahrenzone. Gutes Auge der Wienerinnen, dann auf Außen, denn da ist Platz und die missglückte Flanke wird zum gefährlichen Torabschluss, doch die Querstange verhindert hier den Ausgleich. Charlotte Voll dann mit dem Abstoß. Die Gäste aus Wien wollen nochmals vors Tor kommen. Doch dann hören sie in den Schlusspfiff. Die Vorarlbergerinnen schlagen den First Vienna FC im eigenen Stadion, sichern sich 3 Punkte und liegen nun mit 12 Punkten auf Tabellenplatz 3. Gratulation zum 2:1 Erfolg gegen die Wiener. Hartes Stück Arbeit heute. Ja, ich glaube, es war das erwartet harte Spiel. Wir wissen, dass die Wiener ein sehr, sehr starker Gegner ist. Umso schöner ist natürlich, wenn wir heute die 3 Punkte da in Alltag beben dürfen. Ich glaube, der Sieg hätte höher ausfallen dürfen, aber schlussendlich sind die 3 Punkte für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben einen 3. Platz fixiert und ja, ich bin einfach unfassbar stolz auf die ganze Mannschaft. 3. Heimspiel, 3. Sieg. Was macht die Mannschaft vor allem zu Hause so stark? Ja, ich glaube, ein großer Anteil sind sicher auch die Fans. Die peitschen uns da jedes Mal nach vorne. Von dem her, glaube ich, ist es einfach, man spielt gerne daheim. Wir haben die große Ehre, dass wir im Stadion für die Männer spielen dürfen. Ich glaube, das werden wir ein Stück wieder einfach zurück. Gell? Und dass es jetzt natürlich in den ersten 3 Spielen zu 3 Erfolgen geführt hat, ist natürlich umso schöner. Ist sehr harte Arbeit gewesen, aber ich bin einfach riesen stolz auf die Mannschaft. Das ist Wahnsinn. Perfekt, dann wünsche ich alles Gute. Jetzt gibt es, glaube ich, eine kurze Pause. Also wir haben jetzt schon eingefordert, dass wir das Wochenende frei kriegen. Das hat der Trainer uns natürlich genehmigt. Jetzt heißt es, glaube ich, erstmal wieder Kräfte tanken. Die eine oder andere reist in die Nationalmannschaft. Ja, wichtig ist, dass wir einfach aus der Nationalmannschaftspause wieder alle fit rauskommen. Erwartet schon wieder der nächste härtere Brocken mit dem Aufsteiger. Ich glaube nie einfach, denn noch auswärts, die werden auch alles reinhauen, um die Liga zum Halten und um die Punkte Berner zum Halten. Aber ich bin optimistisch und ich glaube, wenn wir so auftreten wie heute, dann steht am Dreier nichts im Wege.
Harter kämpfter Sieg, ich habe es mit Sabrina schon besprochen, gegen die Wiener 2:1. Kurze Analyse deinerseits. Ja, harter kämpfter Sieg. Wir haben wieder ein Tor bekommen aus einer Standardsituation. Das ist immer ein bisschen schade, aber momentan treffen die Gegnerinnen wirklich sehr präzise. Sonst finde ich, hat die Wiener nicht allzu viele Torchancen gehabt, wenn ich mitgerechnet habe. Eine richtig gute Torchance gesehen, beziehungsweise noch der Ball, der auf die Latte gefallen ist. Aber ansonsten recht gut verteidigt in der Defensive und doch unsere Chancen vorne genutzt. Die Wiener kam sehr aggressiv, ist immer hoch angelaufen. Ein bisschen hat die Mannschaft, glaube ich, gebraucht. Die Wiener hat dann sehr ein hochstehender Spielstil, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber sie laufen zu 6-7 hoch an und Restverteidigung nicht immer so stabil. Natürlich ein bisschen mit Risiko behaftet, aber sie schießen ihre Tore. Sie kommen immer wieder in Situationen, das gegen uns weniger, aber hat schon auch eine Spielidee dahinter. Ich bin wirklich froh, dass wir so gut gestanden sind hinter und das wegzuverteidigen gebracht haben. Es gibt eine Woche Pause wegen Länderspiel. Wie wird das als Verein genutzt? Wie geht ihr in diese Freiwoche? Wir haben ja schon ein Testspiel geplant am nächsten Sonntag. Allerdings haben wir das jetzt gestrichen, weil der Gegner auch nicht gekonnt hat. Aber ich finde, dass die Mannschaft jetzt eine Pause braucht. Wir haben da sehr intensive Wochen hinter uns und mit dem Busfahren, das unterschätzt man immer ein bisschen. Aber ich glaube, die Pause haben sie sich jetzt redlich verdient. Ja, Heimsieg für die Vorderland-Damen. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann noch mit der Vorarlberg-Liga und dem ERC zurück. Dranbleiben lohnt sich also. Gleich geht's weiter. Musik in meiner Ohren. Ein schlagkräftiges Team. Am besten, du holst dir gleich den Anschluss. Bissen, Schatz. Früher ist das Gier. Nur Lob und Dank für die ganze Familie. Da kann ich 7 Tage Fernsehen einfach nachschauen. Das beste Netz hat eine Farbe. Erlebe das beste Mobilfunknetz und Festnetz-Internet Österreichs vom Testsieger. Zu Hause und im Büro. Das ist um Magenta besser. Aus der kurzen Pause und in der Vorarlberg-Liga, da hieß es fast schon Wasserball statt Fußball. Viele Partien im strömenden Regen. 3 davon haben wir für Sie zusammengefasst. Wir schauen nach Lochau. Da ist Koblach zu Gast. Auch der FC Lustenau hat Hittisau zu Gast. Unsere erste Station, das ist aber im Bregenzer Wald. Alberschwende empfängt den FC Hörbrands. Schlag der Runde in Alberschwende. Der Tabellendritte aus dem Wald empfängt den Tabellenzweiten aus Hörbrands. Mit einem vollen Erfolg auf heimischer Wiese die Gelb-Schwarzen in der Tabelle überholen. Der Matchplan der Finkelf. Doch Hörbrands spielte da nicht mit, hielt die Partie im ersten Spielabschnitt offen. Zweiter Spielabschnitt. Ganze 3 Minuten gespielt. Kohler auf Julian Maldonna und der chippt die Kugel über Hörbrands Keeper Mendes zum 1:0 in die Maschen. Die Heimischen spielen weiter nach vorne. Berlinger setzt sich gegen Altuntas durch, legt für Julian Maldonna auf und der Kapitän himself bedankt sich mit dem 2:0. Die Leiblachtaler stecken nicht auf. Gut eine Stunde in Alberschwende gespielt. Freistoß Hörbrands von rechts. Serkan Altundas steigt hoch und erzielt den 2:1 Anschlusstreffer. Jetzt will die Kochelf mehr. Doch die Tore erzielen weiter die Alberschwender. Noch 5 Minuten zu spielen. Berlinger mit dem Freistoß hoch vor den Hörbrandser Kasten. Somm nutzt die Verwirrung zum 3:1.
Den Schlusspunkt in dieser Partie setzt neuerlich der FC aus Alberschwende. Schatzmann mit dem Doppler auf Paulesum, der mit seinem Doppelpack zum 4:1 Kantersieg einnetzt. Schlusslicht aus Hittisau zu Gast an der Holzstraße. Die Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Mit diesem Vorsatz waren die Belko-Jungs nach Lustenau gereist. So lange wie möglich die Null zu halten, das Ziel des FCH. Und der Matchplan der Wälder hielt lange, sogar sehr lange. Nach dem 0:0 zur Pause stiegen die Chancen der Hittisauer auf dem schwer bespielbaren Geläuf, den einen oder anderen Punkt zu sammeln, immer mehr. Wir kommen zur Schlussphase der Partie. Noch sind 5 Minuten zu spielen. FCL-Angriff über links. Die Hereingabe kann Hittisau-Keeper Astner nur kurz abwehren. Die Kugel kommt zu Wörndl, dessen Zuspiel Simon Grabherr zum 1:0 ins Netz setzt. Die Gäste stecken nicht auf, versuchen zumindest einen Zähler mit nach Hause zu nehmen. Doch das Vorhaben misslingt. Letzte Spielminute, eine Kombination der Einwechselspieler. Flanke, Vincent Wörndl, Kopfball Hüseyin Zengin, Deckel drauf und der Dreier ist für den FCL im Kasten. Der Tabellenführer aus Lochau empfängt den Aufsteiger aus Koblach. Die Senne-Elf macht von Beginn weg Druck, will zu Hause nichts anbrennen lassen. 12. Spielminute. Die Koblacher Defensive bringt die Kugel trotz zahlenmäßiger Überlegenheit nicht aus dem Gefahrenbereich. Der aufgerückte Innenverteidiger Fabio Feldkircher ist zur Stelle und trischt das Ding zum frühen 1:0 unter die Latte. Ganze 9 Minuten später. Freistoß aus schwierigem Winkel für den SVL. Stefan Makani tritt an und trifft zum 2:0. Und als alle, so scheinbar auch die Lochauer Abwehr, mit dem Halbzeitpfiff rechneten, Dursun Karatay auf Berkant Özmen nur mehr 2:1. Fliegender Wechsel in den zweiten Spielabschnitt. 7 Minuten gespielt. Nikolai Bösch kann nach einem Benny Kaufmann-Zuspiel auch von 3 Koblahan nicht gehalten werden und erhöht auf 3:1. Jetzt ist es um den FCK geschehen. Genau eine Stunde gespielt, Makani auf Außerlechner, der Ideal auf René Nesensohn und es steht 4:1. Zwei Minuten später, das muntere Tore-Schießen in Lochau geht weiter. Wieder Nikolai Bösch. Der Angreifer wird nicht richtig attackiert und zwirbelt die Murmel zum 5:1 in die lange Ecke. Aber der Lochauer Goalgetter hat an diesem Tag noch nicht genug. Stefan Makani mit dem Lupfer über die Koblacher Defensive oder was davon übrig blieb und Nikolai Bösch erzielt mit seinem Triple-Pack den 6:1 Endstand.
Ja, nicht nur der SV Lochau gewinnt also, sondern auch der FC Alberschwende. Und das bringt an der Tabellenspitze wieder das Bild der vergangenen Saison. Erster der SV Lochau, dicht gefolgt vom FC Alberschwende. Und wir schauen zum Abschluss noch auf das Heimspiel des EAC Lustenau. Vergangenen Donnerstag zu Gast waren da die Zeller Eisbären. Ja, etwas nervöse Mienen auf der Lustenauer Tribüne, denn der EHC, der sucht noch nach Konstanz. Die Eislöwen in Grün brauchen Punkte. Zu Gast am Donnerstagabend die Eisbären aus Zell am See. Ja, zunächst einmal Ehre, wem Ehre gebührt. David Slivnik, der seine Karriere beendet hat, wird vom EHC noch mit einem eigens entworfenen Buch verabschiedet. Dann wird hier aber auch Eishockey gespielt und im ersten Drittel sieht man deutlich, dass sich die beiden Teams in der Rheinhalle etwas abtasten. Stark defensiv geprägtes Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten, die aber alle nicht wirklich etwas einbringen. Man kann von Neutralisierung sprechen. Wenig kommt es zum 1 gegen 1, die meisten Abschlüsse aus der Distanz. Doch sowohl für Hanses im ERC-Tor als auch für sein Gegenüber sind diese Versuche nicht wirklich mit Gefahr gespickt. Doch man darf hier ruhig sagen, es hätte im Drittel auch schon Tore fallen können. Das Thema Chancenverwertung, es bleibt jedoch ein großes Thema beim EHC Lustenau. Und am Ende des ersten Drittels wird es dann auch nochmal ziemlich emotional in der Halle. Dominik Haberl und Frederik Weiden geraten da aneinander und die Meinungsverschiedenheiten der beiden, die wird hier nonverbal ausgetragen. Beide am Ende mit der 2-Minuten-Strafe für das zweite Drittel. Ja, nicht nur mit einem Augenzwinkern geht's ins zweite Drittel, auch die Fans, die sind da. Im zweiten Drittel ist der EHC hier klar besser, auch wenn die Zeller ebenfalls zu Chancen kommen, Hanses aber auf dem Posten. Und die Eislöwen mit einer Menge Möglichkeiten auf die Führung, wie hier der Abschluss am Ende zu zentral. Und dann wird es etwas hitziger in der Eishalle, denn nicht nur die Chancen erhöhen sich, denn auch die Emotionen, mächtig Gewühl und Handgreiflichkeiten vor den Reservebänken. Und bei dieser Auseinandersetzung trifft es am Ende Hemmilen, der 2 Minuten auf die Strafbank muss. Wenig später dann die Zeller mit diesem Puckverlust und Larsen wird bedient, zündet den kleinen Turbo und bringt den EHC mit dieser Einzelaktion 1:0 in Führung. Ja, Tore schießen, sie können es doch noch. Etwas bange Mienen auf der Tribüne, bringt der EHC das über die Zeit? Nein, denn im letzten Drittel brechen die Eislöwen etwas auseinander. Bulli, Zeller Angriff und am Ende ist Daniel Bann, der von Hanses auftaucht und für den Ausgleich sorgt. 1:1 in der Rheinhalle. Und nicht einmal eine Minute später wieder Bulli, wieder Daniel Bann und wieder ist der Puck drin. Und der EHC gibt dieses Spiel in nur 50 Sekunden aus der Hand. Denn kurz vor Schluss machen die Zeller dann alles klar. Der EHC verliert die Scheibe, das Tor ist leer. Und das ist der 1:3 Endstand. Die Eislöwen unterliegen in eigener Halle den Eisbären und suchen weiterhin die Konstanz. Das weiß auch Simon Gratzner. Klar, Martin. Ja, das hat man, glaube ich, nicht leicht gesehen, dass wir uns diese Saison noch relativ schwer tun mit Tore schießen. Es war heute auch wieder so und ja. Müssen wir einfach weiter daran arbeiten und die Hitze. Ja, nach wie vor auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis der EHC Lustenau. Ob es beim nächsten Heimspiel klappt, das sehen Sie wie immer bei uns im Ländlesport. Das war es jetzt erstmal für diese Woche. Sie wissen es, Montag 20 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit der neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.
We'll be right back.